Moin, meine herzallerliebsten Mediziner, die niedergelassene Sorte, Fachärzte und so, die mal vor 348.000 Jahren Medizin studiert haben und jetzt der Meinung sind, sie sind die Götter in Weiß. Und sie haben auf jede Frage eine Antwort und müssen auch nie irgendwie mal nachschlagen oder sich weiterbilden. Diese Ansage richtet sich jetzt mal an euch Karpaiken. Und zwar habe ich jetzt einen eigenen Fall gehabt. Ich bin beim Kinderarzt gewesen, mit meiner neugeborenen Tochter, die ist jetzt 3 Monate alt. Es musste die U4-Untersuchung gemacht werden, ja? Also mit Impfen und all so ein Kram. Nun stehe ich mit meiner Frau am Behandlungstisch, das Baby auf dem Behandlungstisch, und sie kriegt ihre beiden Impfspritzen jeweils in die Oberschenkel. Tut für so ein Baby natürlich weh. Was macht es? Es fängt natürlich an zu schreien. So. Und während das Kind schreit und dann wieder einatmet, dieser Moment, ist der Arzt der Meinung gewesen, die Rotavirenschluckimpfung, was so eine Ampulle gewesen ist, in den Mund reinlaufen zu lassen, doch. Und meine Tochter wäre da fast erstickt. Und anstatt dann einfach mal zu helfen, geht der Lappen einfach zu seinem Computer, er tippt da irgendwas drauf rum. Und ich sag, das gehört doch nicht in die Lunge, oder? Und er sagt, nee, das wäre ja auch schlecht, wenn das in die Lunge kommt. So, ja, Magen-Darm-Trakt ist ja gegen Rotaviren. Alter. Und der ist noch nicht mal zu meiner Tochter gekommen. Ja, meine Frau guckte mich ganz panisch schon an. Und dann musste ich meiner Tochter helfen, damit die da nicht erstickt. In der Arztpraxis. Und er war die ganze Zeit am Lächeln da. Okay, Wusa. Siehst du, einen Blutdruck gekriegt? Aber ist ja wohl logisch, oder was? Echt doch. Nennt sich Facharzt und bringt fast mein Kind da um. Sag mal, so, und dann die ganzen anderen Hobbyärzte. Da kommst du mit dem Rettungswagen in der Arztpraxis und jetzt steht da auf der Einweisung Zustand nach Reanimation. Verdacht auf Asystolie. Also für Nichtmediziner Verdacht auf Herzstillstand. Und der Patient steht mit der Einweisung mit gepackter Tasche in der Hand vor dir. Ist ja schön, dass ich auch endlich mal komme hier. In der Rush-Hour, mitten im Hamburger Stadtgebiet, wo du dann 48.000 Autos vorbei musst da, dein eigenes Leben aufs Spiel setzt. Und dann ist noch nicht mal ein Arzt da, der eine Übergabe macht. Und dann fragst du vorne am Tresen nach dem Arzt, ja, nun nehmen Sie den Patienten, Sie Krankenwagenfahrer, und hauen Sie ab. Wir haben hier noch mehr zu tun. Ihr ganzen scheiß Hobbymediziner, echt, vielleicht mal ins Buch reingucken? Auch wenn ihr 60 oder 70 oder 80 Jahre alt seid, ist mir scheißegal, wie alt ihr seid. Ja, dann müsst ihr auch mal zusehen, dass ihr euch mal weiterbildet. Und vielleicht auch mal überlegt, was ihr da überhaupt schreibt, sagt und macht da beim Patienten. Ja, der Patient hat immer noch Mitspracherecht. Das ist kein Versuchsobjekt oder was. Echt, so viele Hausärzte und sowas. Mein Hausarzt zum Beispiel, der fährt auf dem NEF in Hamburg nebenbei. Der ist Anästhesist, der ist Notarzt. Und jeder Arzt, der den Fachkundenachweis Rettungsdienst hat, ist meiner persönlichen Meinung nach ein richtiger Arzt. Ja? Und nicht so ein Hobbymediziner, der dann eine Marmel hat, Mann! Mann, Mann, du! Seht doch mal zu, dass ihr eure Patienten vernünftig behandelt. Und nicht wie Dreck oder wie Vieh. Oder irgendwie sowas da. Was seid ihr eigentlich für Übermenschen da? Weißen Kittel an und ihr seid was Besseres, oder wie? Ihr fresst auch nur euer Brot und geht zum Kerken auf Klo, oder was? Mando, wie jeder andere auch. Seht zu, dass ihr das mal vernünftig macht. Ihr wollt doch mit gutem Vorbild vorgehen. Voranstreiten da. Gerade Rettungsdienst gegenüber, den Krankenwagenfahrern da, den bekloppten Sanitätern. Den wollt ihr doch immer hier. Guck mal, was ich für ein geiler Typ bin. Haha, ich bin doch hier Arzt, ne? Wie oft habe ich das schon an der Einsatzstelle gehabt? Du kommst da hin, Oma Erna die Treppe runtergefallen, alles kaputt, Oberarm alles gebrochen, sogar offen gebrochen. Und dann ist da einer und sagt, ich bin Arzt. Ja, das ist schön. Was sind Sie hier für ein Arzt? Ja, ich bin ein Dermatologe. Ach, Sie sind Hautarzt. Das ist ja toll. Dann können Sie ja gleich mal gucken, ob Sie die Haut da irgendwie behandeln können. Da, wo der Knochen rauskommt. Meine Güte nochmal. Oder diese Gynäkologen und sowas. Oder Psychologen. Ja, ich bin Arzt. Was sind Sie hier für ein Arzt? Ja, ich bin Psychologe. Ach so, Ja, dann steigen Sie mal gleich in meinen Rettungswagen ein, ne? Dann kann ich uns gleich als NRW anmelden bei der Leitstelle. Alter Schwede, du. Ehrlich, Mann. Seht zu, dass ihr euren Job da vernünftig macht, du. Und tut nicht immer so, als seid ihr was Besseres. Mann, Mann, du. Hör doch keine Saukopf mehr aus, du.
krieg ich so einen Blutdruck, doch.